Herzlich willkommen bei einem neuen Video von Mini Paradise. Heute kommen wir zum zweiten Teil der Carrion Empire Königreich der Leichenbox. Und zwar befassen wir uns heute mit dem zweiten Teil und das sind die Flesh Eater. Ich habe auch mein Buch mitgebracht. Ja, links neben mir, das ist unser Flesh Eater Experte in unserer Community und den braucht man auf jeden Fall, weil er ist wirklich gerade zurzeit der einzigste Flesh Eater Spieler. Und ich habe mich ehrlicherweise nicht so gut vorbereitet, dafür Jens umso mehr. Ja, netterweise Experte. Also es war eigentlich meine zweite Armee, ich habe immer Seraphon gespielt und bin jetzt so ein bisschen in der Transition richtig praktisch. Im Hype, ich bin richtig im Hype von dem Buch. Also ich habe die letzten letzten fünf Tage mir so ein paar Sachen überlegt und der Manu hat gesagt, extra für uns. Genau, lass uns doch mal teilhaben und wir gucken es uns mal zusammen an. Ja. Über die Story, den Fluff. Da sagen wir gar nicht viel. Da gehen wir nicht so drauf ein. Genau, wir gehen auf die Hard Facts, das, was uns interessiert. Warscrolls, die Höfe, Artefakte und all so mögliche. Ein bisschen was an Listenbau, was man sich mal ein bisschen spoilern, was man da machen könnte. Was ich mir schon so überlegt habe. Man muss ja wirklich sagen, Jens ist ja auf Turnieren sehr erfolgreich und... nicht so erfolgreich wie du, aber... Ja. Aber er gehört schon zu unserem guten, sehr, sehr guten Spieler. Und ja, genau. Ich hatte jetzt das erste Turnier mit den Flash Eatern, aber noch nach den alten Regeln. Und das nächste würde ich wahrscheinlich mit den neuen Regeln spielen. Dann geht's richtig Vollgas. Genau. Das wird dann bei uns sein, ne? Ich glaube, vorher ist noch eins in Gelsenkirchen. Ne, das ist am 4.5. Dann das nächste bei uns. Ja. Also, wer da ist, wir freuen uns auf jeden Fall. Richtig. Und ja. Kommt von uns erst her. Wo wollen wir anfangen? Ja, fangen wir mit der allgemeinen Treuefähigkeit an, oder? Ja, gerne. Da hat sich relativ wenig geändert, also immer noch 12 Zoll um einen Helden bekommt ihr einen W6 Feel No Pain, auf die 6 eben. War der vorher auch schon vollständig? Ja, der war auch nach dem General's Handbook 2.0 schon auch vollständig. Und da hat sich eigentlich nichts dran geändert. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, einen von vier erhabenen Höfen zu wählen. Wenn ihr den wählt, verliert ihr aber die Warnvorstellung. Also das sieht man auf der Kamera wahrscheinlich weniger, wenn ich euch das jetzt zeige. Wo ist denn das im Teil? Ihr habt, hier die Höfe. Hier steht's, genau, hier steht einmal die erhabenen Höfe, dann beziehen sich alle eure Einheiten auf diesen erhabenen Hof und rechts daneben habt ihr die 6 Warnvorstellungen. Genau. Also wenn man die Höfe, Fokus ist ausgefallen. Naja, wenn man auf jeden Fall einen Hof nimmt, dann hat man nicht die Warnvorstellung. Richtig, also habt ihr immer den Trade, entweder den Hof oder den, die Warnvorstellung. Die Höfe, wenn man sich die mal anguckt, sind die sehr speziell auf eine der verschiedenen Einheiten ausgerichtet. Also bei Flash Eatern habt ihr ja nicht die ganz breite Auswahl wie bei Stormcast oder so, sondern ihr seid... Das ist natürlich das krasseste Beispiel genommen. Ja. Ihr seid relativ limitiert, also ihr habt praktisch die Ghule als Battleline, dann habt ihr eine Elite-Einheit, entweder mit den Crypt Flayer oder den Crypt Horrors und habt den entsprechenden Helden zu jeweils dem und dann habt ihr eben die Ghoul-Könige bzw. den neuen Held. Ich glaube, da gehen wir dann nochmal im Nachgang einzeln drauf ein, weil das ist ja das einzig neue Modell. Aber das überzeugt mich schon mal ganz gut. Das neue, ja. Das ja. Wow. Sehr gut. Ich habe eine kurze Frage als Laie. Das sind die Befehlsfähigkeit bekomme ich nur, wenn ich keinen Hof habe? Nein, die Befehlsfähigkeit bekommst du immer. Die bekomme ich immer, okay. Die Befehlsfähigkeit ist, dass ihr 12 Zoll um einen... eine Flash-Eater-Einheit letztendlich, also um einen Helden, könnt ihr eine Einheit für einen Befehlspunkt wählen und sie kann sofort nochmal zuschlagen. Mhm. Bevor der Gegner aktivieren kann, habt ihr sofort einen zweiten Hit und das wollt ihr natürlich mit eurer Hard-Hitting-Einheit machen. Bedeutet auf der anderen Seite aber auch, ihr habt eine relativ Command-Point-intensive Armee. Ja. Man kann das ein bisschen steuern, ein bisschen variieren, wenn man sich die Warnvorstellungen anguckt. Da sind so ein paar Klassiker dabei. Wie der Kreuzzug, das ihr durftet ihr vorher Charge-Würfel komplett wiederholen. Jetzt bekommt ihr +1 auf Renn- und Angriffsbewegung, hat sich ein bisschen geändert. Ja, das Festmahl ist ja mega. Das Festmahl ist dann genau das, genau. Also tendenziell, wenn ich ohne Hof spiele, würde ich zum Festmahl tendieren. Dann darf ich nämlich diese neue Treuefähigkeit ohne Command Point auslösen, einmal pro Zug. Ja, richtig gut. Und das ist schon richtig, richtig gut. Die Höfe haben es aber auch in sich, deswegen ist es noch keine automatische Wahl. Kommen wir, glaube ich, gleich nochmal hinzu. Okay. Ansonsten habt ihr die Möglichkeit, wieder das große Turnier zu nehmen, wo jeder Held letztendlich Trefferwürfe von 1 wiederholen darf, wenn es nicht der General ist.
Ihr könnt Schutzwürfe von 1 wiederholen, wenn ihr mindestens oder wenn die Einheit in eurem Territorium steht. Das ist dann Verteidiger der Krone. Das große Turnier hat keine Reichweite. Nein, das dürfen automatisch alle. Oh, das ist auch. Auch ganz gut. Je nachdem, was man für eine Liste spielt, halt, denke ich. Ne? Ja. Und da, wie gesagt, ich habe so von der Tendenz her 3 Vorstellungen, was ich mir relativ gut vorstellen kann. Das ist ohne Hof oder mit 2 der 4 Höfen und die anderen 2 fallen in meinen Augen ein bisschen ab. Mhm. Ich habe aber noch keine Spielerfahrung groß, sondern das ist wirklich jetzt nur Theorie-Crafting praktisch, ja, was funktionieren könnte. Wenn ich es ohne Hof spielen würde, tendenziell würde ich das fest mal nehmen, dass ich die Generalseigenschaft einmal nehmen darf ohne. Das, was wir gerade durchgelesen haben, finde ich das auch wirklich am besten. Mhm. Aber da, die sind alle nicht schlecht. Ist halt immer die Frage, was ihr erzielen wollt ein bisschen. Ja. Vom Grundsatz her kann man sagen, die Armee kann sowohl gut als erstes als auch als zweites starten. Also ihr seid nicht unbedingt auf den Alpha Strike ausgelegt, könnt ihn aber ganz gut praktizieren, je nachdem wieder, wie ihr die Liste aufbaut. Ja. Genau. Das ist zum einen. Genau. Generalseigenschaften und Artefakte haben sie ziemlich cool gemacht. Die, der Ghoul King oder auch der... Der neue Held, ich vergesse nur immer noch den Namen. Oh, er hat so einen komplizierten Namen. Ja. Also so schwer auszusprechen. Werden als Aberhard Helden oder so ähnlich geführt. Aberrant Archregent. Genau, der Archregent, sagen wir jetzt mal in der Zukunft einfach. Okay. Alles was Ghoul King ist oder Archregent hat eben dieses Aberrant Keyword und hat eine Artefaktauswahl und hat eine Generalseigenschaftauswahl. Wenn ihr einen Kurtier als Held spielt, habt ihr... Eher für kleine Spiele, würde ich sagen. Habt ihr einen anderen Held. Um ehrlich zu sein, ich sehe keinen Grund mehr, warum ich ein Kurtier als Held spielen sollte. Also als General meinst du? Als General, ja, genau. Richtig. Ich habe, früher hat man den gespielt, wenn man zum Beispiel das Deathwatch Bataillon gespielt hat, oder dann hat man die Crypt Flayer ja als Battleline gehabt, wenn man den entsprechenden Helden, den Kurtier als General hat. Das kann ich mittlerweile über einen Hof erzeugen. Und deswegen diese 4 Höfe sind klar einem Einheitentyp zugeordnet. Und wenn man sich das anguckt, der Manu hat sich mit dem Buch noch nicht so beschäftigt, hat er ja gesagt. Das dauert 2 Minuten, dann hat er sofort erkannt, welcher für wen ist. Okay. Und das geht jedem so, der sich da einmal drauf verlässt. Die Items und die Eigenschaften, letztendlich kann man sagen, für einen Held, der nicht Ghoul King ist oder Aberrant, was wir jetzt gerade hatten, sind immer recht ähnlich, aber abgeschwächt. Also... Wir können hier mal kurz eine General Trait 1, 2 aussuchen und ein Artefakt. Genau, wir können gerne mal drauf gucken. Was ganz cool ist. Ja, sag mal, welches dir so auf den ersten Ball. Also für mich, wenn ich. Majestätischer Schrecken finde ich sehr gut. Finde ich auch gut, ja. Wenn dieses General als Modell für eine Befehlsfähigkeit gewählt wird, durch die Modelle der Flesh Eater Court auf das Schlachtfeld beschworen werden, kann er sie einsetzen, ohne einen Befehlspunkt auszugeben. Ihr seht, ihr könnt diese Befehlseigenschaften eben reduzieren, dass die Befehlspunkte für andere Sachen genutzt werden. Richtig, weil du ja auch gesagt hast, die ist sehr Befehls-, also Command-Point-lastig, die Armee. Finde ich, ja. Ist sowas gar nicht schlecht. Genau. Auch, da kommen wir auch später nochmal zu, es gibt ja das neue Geländestück hier, ihr seht es, den Schädeldrom. Den nehme ich heute übrigens endlich mit nach Hause, damit ich ihn anmalen kann für meine Armee. Ja, sehr gut. Ist auch darauf ausgerichtet. Als ich die Regeln das erste Mal gelesen habe, als die von GW gespoilert wurden, habe ich gedacht, was ist das? Das bringt mir gar nichts. Jetzt habe ich es mir in die Liste mal, oder habe ich es mir in der Armee angeguckt. Also es ist ziemlich genau das, was man braucht. Was ich besonders gut finde, ist noch dunkle Zauberei. Das war vorher, dein Held konnte zaubern und konnte die gleichen Zauber wie der Ghoul King. Jetzt kriegst du +1 auf Zaubern, Bannen oder Auflösungswürfe. Ja. Und wenn man sich die Zauber dann einfach nochmal durch den Kopf gehen lässt, die Flash Eater sowieso schon haben auf den War Scrolls, plus die 6 neuen, die sie in der Lehre kriegen, dann gehen wir auch mal zu. Genau. Es gibt so wichtige Zauber, die ihr unbedingt haben wollt. Und Zauber ist richtig wichtig mittlerweile im Spiel. Und der Archregent ist ein richtig geiler Supporter für eure Armee. Und ihr kriegt die Punkte eigentlich, die er kostet, 200 Punkte kriegt ihr als Refund for free, ja, weil ihr 20 Gule geschenkt kriegt, wenn ihr ihn einsetzt. Also sehr kommen stark. Wir gleich nochmal dazu. Genau. Artefakte, was hättest du da? Artefakte gibt es auch, die Hautrobe ist wieder einer meiner Favoriten. Da kriege ich wieder +1 auf Zaubern, Bannen und Auflösungswürfe. Wenn ich das will, hat mein General auf einmal +2 auf Zaubern. Und Bannen? Und Bann, der Hauszauber von dem Archregent, kommt auf die 5, wenn ich es richtig im Kopf habe, dann kommt er auf einmal auf die 3. Also sind sie auch richtig gute Zauberer, wenn du es möchtest. Werden sie richtig gute Zauberer, genau. 2 Zauber und jeder Zauber +2.
komme ich in der Quantität noch nicht an Nagash ran, aber ich muss nicht mehr ganz so viel Angst haben vor dem plus 3, dass er ohne Dings hat. Man kann, die Alliierten sind die gleichen geblieben wie vorher. Da könnte ich jetzt nochmal ein Mortis Engine mit einfügen. Zum Beispiel, ja. Dann kriege ich nochmal plus 1 auf Zaubern. Oder ein Corpse Card oder so ähnlich heißt es. Das ist ein relativ altes Modell. Ja, das ist dieser Leichenwagen. Genau, der Leichenwagen, der kostet nur 80 Punkte und gibt meiner Armee auch plus 1 auf Zaubern. Und wenn man sich, wie gesagt, wenn wir gleich uns die Zauber angucken, ihr habt 4, 5 Zauber, die ihr unbedingt haben wollt. Und dann sind diese plus 1 extrem wichtig. Ja, finde ich auch. Macht auf jeden Fall Sinn. Genau. Der Kelch ist auch nicht schlecht. Der King kann doch automatisch W6 Heilen einbauen. Also da müssen wir jetzt wieder gucken, welchen King du meinst. Mhm, okay. Der auf den Drachen jeweils, also der auf dem Terrorgeist oder auf dem Zombie-Drachen, kann W3 heilen. Oder W3, weil die bekommen jetzt Reittier-Eigenschaften. Dann kann ich das auch wählen. Dann wird aus dem W3 3 flat. Dann heile ich immer 3. Wenn ich noch einmalig 6 heilen will, dann kann ich mir das mitnehmen. Ist nicht schlecht. Ist es auch nicht schlecht, genau. Die Frage ist, ob ich es brauche, aber da kommen wir, glaube ich, gleich nochmal zu. Das fällt für mich im Moment. Ich habe es früher immer mitgenommen, wenn du dich dran erinnerst, wenn du gegen diese Leichhinter gespielt hast. Mittlerweile würde ich es nicht. Also wie gesagt, und die Quartiere lassen wir mal unten runterfallen. Genau, das wäre jetzt nochmal weg. Es gibt keinen Grund zu nehmen, aus meiner Sicht, außer ihr spielt sehr, sehr kleine Spiele. Ja, dann kommen wir zu deiner Liebling, Magielehre. Magielehre, wir haben es eben schon gesagt, ihr habt sehr starke Zauberer. Die haben große oder gute Hauszauber. Der Archregent kann 2 Zauber wirken. Der hat den extrem starken Zauber auf die 5, dass ihr W3 zusätzliche Attacken auf alle Attacken bekommt. Ja, den wollt ihr immer haben. Das ist der Killer. Das ist richtig gut. Könnt ihr mit dem Ghoul King paaren, habt ihr 1 plus W3 zusätzliche Attacken mit dem Modell. Ja. Kann man auch machen. Wenn du dann die plus 2 zaubern, ist das schon wichtig. Damit das auch kommt. Ne? Ja, das ist schon wichtig. Die Lehre hat aber auch 6 Zauber, von denen man sagen kann, der ein oder andere mega gut und auf den einen oder anderen kann man vielleicht verzichten. Also der Knochensturm hat mich persönlich nicht so überzeugt. Nicht Hocker, was der kann. Genau, kannst du ja nochmal vorlesen vielleicht. Hat einen Zauberwert von 5, jede Einheit in 12 Zoll wird auf die 2 plus eine tödliche kriegen. Ja, ist nicht schlecht, aber ich glaube, da kommt noch was Besseres. Da kommt die Geisterschar zum Beispiel, das ist der zweite. Mega gut, den wollte ich immer dabei haben. Auf die 6 kann ich mir eine Einheit auswählen, die 12 Zoll vollständig um den Zauberer steht. Also auch hier, wir haben immer wieder dieses vollständig. Und diese Einheit kann entweder fliegen, wenn sie nicht fliegen kann. Und wenn ich eine fliegende Einheit wähle, kann sie auf einmal rennen und chargen. Ja, und was halt richtig geil ist beim Zauberwurf von 10. Kann ich mir 3 Einheiten aussuchen. Ja, hört sich gut an. Das macht die halt auch unglaublich schnell. Ja. Ne? Der Zauber kommt auf die 6, den will ich unbedingt haben. Ja. Wenn ich jetzt plus 1 oder plus 2 kriege, dann kriege ich ihn schon auf die 4 oder auf die 5. Der einzige Nachteil bei dem Zauber ist, du musst ziemlich gebündelt stehen. Mit vollständig 12 ist nicht viel. 12 Zoll ist nicht ganz so weit, aber will ich ja sowieso wegen meinem Feel No Pain. Ist halt richtig geil für die erste Runde, wenn du den Gegner die gibst und danach nimmst du das, gibst mit Geisterschar und dann richtig voll. Das ist auch richtig geil, wenn ich die erste Runde selber habe. Und du hast dann einen Terrorgeist, einen Zombie-Drachen in einer Runde, die 24 Zoll überbrückt, weil 14 Zoll Move hat er sowieso. Ja. W6 obendrauf als Rennbewegung und dann W2, also 2 W6 auch für den Charge. Das ist möglich. Ja. Und ich kann es ja nochmal weiter waffen. Ne? Richtig, da kann man auch eine Cox mitnehmen, zum Beispiel. Und dann hast du mich in Runde 1 auf 4 im Fall auf der Seite. da geht's schon los. Sehr gut. Und dadurch, dass ich sogar 3 Einheiten nehmen kann, wenn ich die 10 schaffe, das wird nicht die Regel sein, aber ist halt schon, das ist ein sehr, sehr starker Support-Zauber, finde ich. Auf jeden Fall. So, Manu schmeißt das Buch zu, hat schon keinen Bock mehr dagegen zu spielen. Das stimmt. Was hältst du? 58. Danke. Was hältst du von monströse Vitalität? Je nachdem, wie ich meine Liste ausbaue, also monströse Vitalität erstmal, hat einen Zauberwert auf 5 und ich kann mir 24 Zoll um den Zauberer ein Monster aussuchen und das haut zu, als ob es keine Verwundung hätte. Das heißt, selbst wenn er nur noch einen Lebenspunkt hat, haut mein Terrorgeist voll zu, haut mein Zombie-Drache voll zu. Was wird schlechter beim Terrorgeist? Weißt du das auswendig? Auswendig, der kriegt weniger Attacken mit der Kralle, er kann schlechter fliegen und seine Fernkampfattacke wird schlechter. Richtig, der Mann ist vorbereitet. Ich habe ein paar Stunden verbracht mit dem Buch. Das stimmt. Wenn ich eine Liste spiele mit den Monstern, finde ich sie gut. Ja. Wenn ich wenig Drachen spiele oder keinen Drachen, wäre nicht so viel Sinn. Wäre es nicht der erste Zauber, den ich mitnehme. Also ich würde die Geisterschar auf jeden Fall vorziehen. Ja, kommt noch was Besseres? Es kommt noch was. Also ich finde Geisterschar finde ich überragend. Ich glaub, auf jeden Fall. Den unterschätzen viele beim ersten Mal lesen. Der gibt dir so viel. Was Besseres als der, glaube ich, nicht kommt. Ja. Aber ein bisschen Schaden und so weiter kommt gleich nochmal.
giftiger Schleier. Hat einen Zauberwert von 5, wird er erfolgreich gewirkt, wähle eine feindliche Einheit im Wurf 8 Zoll. Eine Zauberin, die er sehen kann und wirft 3W6 für jede 5 plus, erhält eine tödliche. Zeigt jeder Wurf das gleiche Ergebnis, zieht außerdem bis zum nächsten minus 1 Treffer und Verwundungswurf. Ja. Ist gut. Also wenn jeder Wurf, Würfel der gleiche ist bei den 3 Würfeln, dann kriegt er minus 1 auf Hit und Verwunden. Wenn ich nur einen Pasch werfe, dann trifft das nur auf die Verwundungswürfe zu. Bei 3 Würfeln Pasch kann auch mal passieren. Ich glaube, das passiert auch, ja, aber wie dreigleisig ist schon selten. Dreigleisig ist schon nochmal selten, genau. Also ich glaube, den nehme ich primär, würde ich den mitnehmen als Debuff und der Schaden ist dann ein Bonus. Ja, auf jeden Fall, so würde ich es auch sehen. Ne? Aber würde ich auf jeden Fall auch den Knochensturm vorziehen zum Beispiel. Genau. Ja, dann haben wir krankhafte Verwandlung als vorletzten, hat einen Zauberwert von 6. Wähle eine befreundete Einheit mit einem Wundenwert bis zu 6, also werden das bestimmt alles sein, außer die Monster, oder? Und Helden? Ja. Haben die Helden mehr wie 6? Nee. Also kommt drauf an, welcher Held jetzt. Also der Wargulf hat mehr. Ah, der Wargulf hat, also außer Wargulf und die Zombie-Drachen und genau. Meisten Helden, ne? Ja. Was hat der Archregent zum Leben? 7, glaube ich. 7. Der fährt raus. Vollständig im 24 Zoll und er muss ihn sehen. Addiere bis zur nächsten Phase den Wundenwert der gewählten Einheit auf ihren Bewegungswert. Beim Zauberwurf von 10 kann ich wieder 3 Einheiten nehmen anstatt 1. So, ja. Wenn ich jetzt aber nicht auf Monster Heavy spiele, sondern ich spiele auf die Flayer oder die Horrors, dann kann ich auf einmal nochmal 4 auf den Bewegungswert addieren, weil die haben 4 Leben jeweils. Ja. Die Flayer haben sowieso ein Movement von 12, dann haben sie ein 16er Movement. Ja. Ja. Das heißt, ich brauche noch einen 8er Charge, wenn ich nichts gebufft habe oder ähnliches. Und wenn ich das mit Geisterschar verbinde, Junge. Wie gesagt, ihr könnt auch gut als Erster spielen. Ihr müsst nicht als Zweiter oder Doppelturn spielen. Also ich hätte nie gedacht, dass die so viel Movement durch Zauber bekommen. Die kriegen noch mehr Movement, wenn du das willst. Aber da kommen wir gleich auch nochmal hin. Also es war ja so ein Problem von den Flash Eatern auch. Ihr wart relativ langsam und behäbig. Das haben sie das über haben die Zauber genau. Ganz gut rausgekriegt, finde ich auch. Genau. Ich merke schon, diese plus 1 auf Zaubern und nochmal plus 1, das ist... Es ist wichtig, ne? Also sehr, sehr wichtig. Deswegen ist es nicht automatisch, einen Hof mit einzunehmen. Ich meine, richtig. Die Buffs, die ihr darüber kriegt, sind cool, aber dieses plus Zaubern lohnt sich unter Umständen auch. Und sehr gut. Das blutige Fressmal ist auch ganz cool. Ich kann es ganz kurz mal zusammenfassen. Ja, mach gerne. Auf die 7 könnt ihr euch eine Einheit auswählen, die 12 Zoll vom Zaubern entfernt ist. Und eine eigene Einheit 6 Zoll entfernt. Mhm. Ihr macht W3 tödliche, außer bei einer 10 plus, dann macht ihr sogar 6, also W6 tödliche. Mhm. Und das, was ihr an tödlichen macht, heilt ihr bei der anderen Einheit, bei den eigenen, als Verwundung. Mhm. Also ihr habt, oder ihr stellt Ghule wieder auf. Also ihr dürft Modelle mit einem Wundwert von 1, das sind halt nur die Ghule, wieder aufstellen. Also spielt man viel Ghule, ist der auf jeden Fall... Ist der auch ganz cool. So, Figule dann mit dem Kelch dabei, kommen wir ja auch später nochmal zu, als Endless Spell, könnte funktionieren. Auf jeden Fall. Seid nicht mehr so auf die Quartiere abhängig, um die Leute wieder zu... Und das war ja eigentlich sonst immer der Nachteil, wurden die Quartiere rausgenommen, hattest du Probleme mit der weiteren Bestimmung? Genau, genau. Und das haben sie ein bisschen relativiert. Was sehr, sehr cooles kommt, ist jetzt auf der nächsten Seite. Richtig, Reitereigenschaften hatten bis jetzt nur die Stormcast, ist jetzt die zweite Fraktion, die das bekommt. Und das sind die Flash Eater. Und da sind so geile Sachen dabei. Betrifft aber auch nur die mit Reiter. Also wenn ihr einen Terrorgeist einzeln spielt oder einen Zombie-Drachen einzeln, ohne Ghoul King, profitiert ihr leider nicht davon. Und wenn ihr euch das anguckt, könnt ihr hier... Das erste liest sich ganz nett. Ihr könnt rennen und dürft trotzdem noch eure Fernkampfattacke mit dem Zombiegeist machen. Ihr verbessert dann den Rent-Wert eures Reittiers um 1. Der Fledermausbefall, also wenn der Zombie-Drache stirbt, macht er ja W3 Verwundungen um sich rum. Das würde ich nicht nehmen. Das ist dann Flat 3. Das würde ich auch nicht nehmen, weil... Also hier habe ich das erste Mal ein Auto-Include für mich, was ich auf jeden Fall nehme. Okay. Ihr könnt dann eben das so buffen, dass ihr nicht mehr W3 heilt, sondern immer Flat 3. Das ist das, was ich eben schon gesagt habe. Finde ich gut. Oder ihr dürft mit dem Reißzahnschlund misslungene Trefferwürfe wiederholen. Okay. Der Reißzahnschlund ist der, die Stachattacke mit dem Typen. Der Reißschlund, genau, 3 Attacken auf die 4, auf die 3, Rent minus 2. Wenn ihr eine 6 beim Treffen werft, das haben sie nämlich geändert, kommen wir ja gleich nochmal zu. Ja. Nicht mehr beim Verwunden, macht ihr automatisch W6 Schaden. Und wenn ihr die Attacke auf einmal wiederholen dürft, ist das vielleicht gar nicht so verkehrt. Richtig, das sind auch die mit den 6 tödlichen, oder? Ja. Trefferwurf von 6, unmodifiziert, 6 tödliche direkt. Durch eine Reitfähigkeit kann man die rerollen. Ist okay. Ich finde, wenn man Terrorgeist spielt, sollte man das. Wie gesagt, das ist für mich der einzige Auto-Include eigentlich im ganzen Buch.
Also wo ich nicht drüber nachdenke, ist ein No-Brainer, wenn du so willst. Ja. Was man noch sagen kann ist, wenn man ein Bataillon spielt, darf man noch eine zweite Reittierfähigkeit nutzen, falls man einen zweiten Terrorgeist zum Beispiel noch dabei hat oder einen Zombie-Drache. Genau, das könnte dann auch gleich nochmal ganz interessant werden für richtig. So eine Listenbau-Idee. Richtig. Ne? Beim Zombie-Drachen habt ihr teilweise ähnliche, teilweise andere Sachen. Ja. Also ihr habt das gleiche, auch da könnt ihr nehmen, dass ihr rennen und schießen könnt, nicht chargen. Auch hier könnt ihr den Wuchtwert erhöhen. Das ist bei Stormcast auch so, dass teilweise drei gleiche sind und dann drei verschiedene. Mhm. So ist das hier auch, sehe ich gerade. Ja. Du darfst hier dann auch... Nekrotische Zähne finde ich ganz cool, den Reroll auf den Schaden. Genau, der hat ja nicht diese 10 die 6 tödlichen sofort, wenn er mit der 6 trifft, sondern er macht immer diese D6 Schaden und mit dieser Auswahl dürft ihr diesen Schadenswurf wiederholen. Also wenn ihr eine 2 werft und sagt, damit bin ich nicht ganz zufrieden, dann werft ihr den Würfel halt nochmal. Das finde ich auch ganz cool. Was ich aber auch ganz cool finde, ist, der Tod kommt vor Rom. Du musst ihn nicht aufstellen, du kannst ihn irgendwo 9 Zoll unterschocken. Ich kann den schocken. Ja. Die Frage ist, ob sich das lohnt, weil der hat einen der starken Zauber. Wenn ich den Drachen spiele, will ich den Zauber eigentlich haben, weil ich dann in der Bubble um ihn herum Wundwürfe wiederholen darf. Wenn ich ihn schocke, kann ich den in Runde 1 oder bis er auf dem Feld ist in der Runde auf jeden Fall nicht wirken. Ich würde auch tendenziell eher sagen, ich nehme das. 4 oder 5 würde ich nehmen. Ja, entweder ich heile mich um 3 oder ich kann den Schadenswurf wiederholen. Das wäre auch so mein Favorit jeweils. Ja. Den Drogen kannst du ja kurz mal erklären, was der auf sich hat. Genau. Das neue Gelände der Flesh Eater. Genau, das Geländestück hört sich erstmal nicht so toll an. Ihr könnt es innerhalb eurer Aufstellungszone letztendlich platzieren und eure Einheiten, alle Flesh Eater, bekommen plus 1 auf Bravery. Mhm. Alle Gegner bekommen minus 1 auf Bravery, wenn sie 1 Zoll um dieses Geländestück stehen. Was ihr aber auch bekommt, ist euer Archregent und eure Ghoul King on foot, also wichtig ist, das ist leider nur der on foot, da habe ich auch schon was anderes gehört. ja, habe ich schon bei YouTube gehört, dass der ein oder andere der Meinung ist, vielleicht können es auch die Berittenen oder so, aber es nennt halt ganz klar den Warscroll-Namen in meinen Augen. Deswegen würde ich sagen, Reittiere dürfen es nicht. Dann dürft ihr auf jeden Fall die Befehlsfähigkeit umsonst einsetzen. Ihr dürft dann einmal was beschwören. Also ich sage dir ganz ehrlich, dass die Bitten auch geht. Ja? Ja. Weil da steht Apparent Ghoul King. Habe ich das Keyword auch auf den Ding? Wir haben direkt auch hier Apparent Ghoul King. Ja, dann geht das, wohl auch. Ich habe wieder was gelernt. Und das macht die Sache noch interessanter. Ne? Auf jeden Fall. Das heißt, dieses Geländestück, wenn ihr euch gebündelt darum aufstellt, habt ihr in Runde 1 sämtliche Befehlsfähigkeiten rausgeknallt, die euch was einmalig was beschwören. Mhm. Beschwören funktioniert bei den Flash Eatern genauso wie vorher. 6 Zoll um die Spielfeldkante, 9 Zoll vom Gegner entfernt, dürft ihr die Einheit aufstellen. Auch an den Einheiten, was ihr beschwören könnt, hat sich nichts geändert. Und der Archregent kann entweder 20 Ghule beschwören, dann habt ihr eure Punkte 1:1 wieder raus. Der kann 3 Flayer oder 3 Horrors beschwören, die kosten so 160, 170 Punkte. Oder er kann. Der kann sogar Held, ne? Oder er kann einen Kurtier eurer Wahl beschwören. Also er könnte auch einen Wargulf zum Beispiel beschwören. Ja. Und wenn ihr das für free kriegt, dann habt ihr die 200 Punkte, die er kostet, wieder drin. Habt einen starken Zauberer, der 2 Zauber kann. Den einen Zauber, der mega gut ist, wie gesagt. Also den ich immer in meiner Liste haben wollte. Mit den W3 zusätzlichen Attacken. Der heilt 3 Leben. Und er heilt immer 3 Leben. Der heilt nicht W3 wie die großen Drachen, sondern der heilt immer flat 3. Der hat zwar nur 7 Leben und den wollt ihr nicht sofort im Nahkampf haben, aber mit einem 4er Safe-Wurf, 6er Retter, 7 Wunden, 3 Heilen, fällt er auch nicht sofort um, wenn ihr ihn nicht gegen einen Star Trek schickt oder sowas. Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Also wenn ihr den gegen einen normalen anderen Support-Held stellt, hält er euch auch 1-2 Runden. Der hält auf jeden Fall, weil er immer flat 3 heilt. Mhm. Das ist schon, du musst schon mehr wie 3 Schaden machen, damit du überhaupt was hast. Richtig, ne? Also richtig. 7 Attacken kann man auch nochmal sagen, für einen Zauberer schon ordentlich. Genau, und den auf die 3, glaube ich, Rent minus 1, 1 Schaden. Also richtig, richtig gutes Modell, finde ich. Auf jeden Fall. Und auch. Der lohnt auf jeden Fall, sich 1-2 Mal zu spielen. Genau, und dadurch, dass er halt 2 Zauber kann, wie gesagt, ihr könnt seinen Hauszauber immer plus 1 aus der Leere. Ja. Und dann habt ihr da schon einen schönen Supporter dabei. Sehr gut.
Dann kommen wir zu den Höfen. Zu den Höfen, genau. Ihr habt 4 verschiedene Höfe. Die sind ganz klar, wenn ihr euch die Fähigkeiten anguckt, ich muss auch dazu sagen, den Storytext oben habe ich mir geschenkt im Moment. Den lese ich mit Sicherheit irgendwann mal, aber das war nicht das Primäre. Habt ihr immer klar zugeordnet, wem das hilft. Ihr habt, was sich geändert hat ein bisschen, die Ghule werden jetzt als Knechte oder Diener bezeichnet. Ganz lustig. Ja. Diese Elite-Soldaten, also die Horrors oder die Flayer, werden immer als Knights oder Ritter bezeichnet. Der erste, der Magathor, ist ganz klar auf Ghule ausgelegt. Der macht letztendlich, dass ihr diesen Reroll auf 1, den ihr normalerweise nur habt, wenn eure Ghule vollständig um einen Ghoul King stehen oder früher so hattet, habt ihr jetzt auch, wenn irgendein Held da steht. Also ihr könnt den Kurtier da reinstellen, 40er Block Ghule drumherum, dann habt ihr euren 4-0 Pain auf die 6 und ihr habt euren 1er Reroll. Und ihr brauchtet immer 20 Modelle, damit sie eine zusätzliche Attacke ausführen. Das könnt ihr per Befehlspunkt, glaube ich, müsste ich jetzt nochmal nachgucken, könnt ihr auf jeden Fall auf 10 Modelle. Ach nee, ist automatisch dabei, steht gleich oben dabei. Okay. Dann habt ihr ab 10 Modellen schon 3 Attacken mit den Ghulen anstatt nur 2. Ist okay. Genau, also wer Ghule spielt oder aber, favorisiert, ist das... Wer das favorisiert, ja, für mich fällt es ein bisschen ab, wenn wir uns den Rest angucken. Ansonsten, was mit den Höfen kommt, ihr habt automatisch eine Generalseigenschaft mit dabei. Richtig. Die müsst ihr nehmen. Das ist halt das ist jetzt so bei den neuen Büchern, ist das teilweise immer so. Du musst die Sachen nehmen, bevor man was anderes Schönes nehmen möchte. Das ist praktisch der Trade-off zu, richtig, ich habe den anderen Bonus. Ne? Genau. Und ihr habt ein Pflichtartefakt. Das Pflichtartefakt hier sagt, dass ihr keinen Battleshock-Test machen müsst, 12 Zoll umherum. Ja. Den Held, der das trägt, wenn es euer General ist, sind es 18, glaube ich. Ja. Der erste Held heißt aber nicht, dass das dein General ist, sondern du kannst selber entscheiden, das ist mein erster Held, der kriegt das Ding. Genau, ich kann mir einen Held aussuchen, der das Artefakt trägt, aber sagen wir mal, naja, ne, wenn wir uns gleich angucken. Ja, das ist aber, um mal wieder auf die Stormcast kommt, das auch der meistens ist, die ganzen Generalseigenschaften und Artefakten sind Schrott, aber das ist halt das Gute. Ach, wenn man das... So habe ich das jetzt nicht gemeint, ich meinte im Vergleich zu den anderen dreien, die jetzt noch kommen, ist es mehr so, naja. Okay. Wenn du 40 Ghule da stehen hast, dann fallen dir 30, dann bist du froh, wenn du keinen Moraltext machen musst. Ja. Und du kriegst von den 30 alleine durch den Kelch im Schnitt 15 wieder. Plus den Kurtier nochmal oben drauf, wo du wahrscheinlich auch nochmal durchschnittlich 4 oder 5 dazu kriegst. Hast du 20 wieder aufgefüllt, bist du froh, wenn dir einer überlebt, damit die Einheit nicht weg ist. Damit 20 wiederkommen wieder. Und das ist mit einem Kurtier jetzt nur gerechnet, ohne den heilenden Zauber, richtig, den wir auch schon eben hatten. Ja. Und super. Wie gesagt, das ist das, was die Ghule brauchen. Weil da ist Moral das größte Problem. Aber wie gesagt, ich finde, der andere Hof ist dann Dunkelklagen. Da könnt ihr, muss ich selber ganz kurz gucken. Ja, gerne. Weil das ist der, mit dem ich mich weniger beschäftigt habe. Das sind die zwei, die für mich ein bisschen abfallen. Ihr könnt die Generalseigenschaft, sage ich ganz ehrlich, finde ich nicht so gut. Die Generalseigenschaft? Ist viel zu selten. Also ihr kriegt eine Attacke mehr, wenn der feindliche Held ein Artefakt der Macht hat. Schon selten. Aber auch auf den Schadenswert der Nahkampfwaffe, ne? Ja, aber guck mal, wie selten das ist. Ja, du musst genau mit deinem Held, mit deinem General, genau bei dem Held mit dem Item stehen. Finde ich auch nicht toll. Ja. Als Befehlsfähigkeit, das finde ich ganz interessant, das ist ganz gut. Ihr kriegt plus 1 Rennen und Chargen. Auf Rennen und Chargen und könnt Rennen und Chargen in der gleichen Runde. Das ist okay. Ja, finde ich gut. Wenn man das mit den, also hier ganz klar mit den Horrors ins... Das sind die nicht geflügelten großen Banausen mit dem Knüppel meistens. Mhm. Die wollen in den Nahkampf, damit kriegt ihr ein bisschen Flexibilität, das ist okay. Verwendungshöhe von 1, wenn sie gecharged sind, ist aber auch. Ist gut. Kann, ne? Damit kann man arbeiten. Damit kann man arbeiten, ja. Wenn du dir den nächsten Hof nochmal anguckst. Flammenhaut. Flammenhaut, ja. Ihr kriegt immer plus 2 auf Bewegung. Wie gesagt, ihr könnt noch schneller werden. Ja. Definitiv. Ihr könnt eine Einheit aussuchen, die, wenn die geflügelt ist, könnt ihr die für einen Befehlspunkt vom Feld nehmen, egal wo sie stand, und 9 Zoll vom Gegner wieder aufstellen. Mhm. Das heißt, ihr kommt von A nach B, okay, zucki, ohne dass es irgendwas euch kostet, wie gesagt, einen Befehlspunkt. Ja. Und den generierst du auf die 4+, das ist der General's Trade,
kriegst du einen zusätzlichen Befehlspunkt. Genau, das ist ziemlich cool. Das hätte ich gerne auf einem anderen Hof. Aber und das finde ich auch mega stark. Kameraproblem sind wir genau. Wieder da. Das stimmt. Ich wollte dir nicht ins Wort fallen. Alles gut, gerne. Du übernimmst die Show. Ich übernehme das. Wunderbar. Wir waren stehen geblieben bei dem Artefakt der Macht von dem Hof Flammenhaut. Ja. Und zwar geht es darum, dass der, kannst du ja kurz sagen, die sich vollständig... Wenn ihr müsst vollständig 6 Zoll um den Held stehen, der das Item trägt. Das ist die einzige Hürde. Ja, finde ich auch. Aber dann muss der Gegner von Fernkampfattacken 1 abziehen beim Richtig. Treffen. Das heißt, ihr werdet schlechter getroffen. Und das ist ja ihre große Schwäche. Fand ich auch. Der Gegner könnte dir in Runde 1, wenn er den ersten Turn gleich nimmt, was wegschießen. Was könnt ihr es theoretisch in die Ecke stellen, ganz am Spielfeldrand. So, dass er ihr ein bisschen kuschelt, dass ihr die 6 Zoll haltet. Ja. So, und jetzt... Mann, stell dir das vor, du kannst 9 oder 12 Crypt Flayer nehmen. Mhm. Das sind diese geflügelten Helden, 4 Attacken jeder, auf die 6 plus mittlerweile eine zusätzliche tödliche. Mhm. Und du wirfst den Verwundungswurf normal. Die haben normalerweise einen Move von 12, jetzt haben sie 14. Okay. Dann kannst du nochmal den Wundwert obendrauf addieren durch den Zauber von 4 obendrauf. Dann bist du bei 18 Move, du hast noch einen 6er Charge. Ja, grüß ja. dich. Hallo in Runde 1. Hallo in Runde 1, ja. Also, gefällt mir. Das ist einer, das kann ich mir gut vorstellen, das ja. kombiniert vielleicht sogar mit dem Deathwatch Battalion, dass du in der Heldenphase mit den Einheiten nochmal zuschlagen darfst. Ja. Holla die Waldfee, ne? Was so ein Buch alles ausmachen kann. Ja, also ihr kriegt so viele besondere Eigenschaften. Und der dritte Hof ist dann eben... der letzte, genau, das ist Blut... Ach, wer sind das? Blutknorbling. So, und wer jetzt aufgepasst hat, wir haben Ghule, wir haben beide Knights, also beide Rittervölker oder Einheiten. Uns fehlen noch die Monster. Also gibt es einen extra Hof für Monster? Es gibt einen extra Hof für die Monster. Dieser Hof macht, dass dein Terrorgeist oder dein Zombie-Drache als Battleline zählt. Das heißt, richtig geil. Ohne Held wird sie Battleline. Auf 2000 Punkte habe ich mal ausgerechnet, du kannst mit, ich habe es vergessen, 6 Drachen spielen. Mhm. Du spielst als Battleline viermal den Terrorgeist für 300 Punkte und 2-mal den berittenen Terrorgeist für 400 Punkte. Bis bei genau 2000 Punkte hast die Battleline-Anforderungen erfüllt und spielst nur große Modelle. Der Nachteil ist halt da, dass du wegen einnehmen. Ne? Genau, das, der Nachteil ist halt, modelltechnisch hast du wenig auf dem Feld. Das ist wie bei B-Score Raiders zurzeit, dass du dann... Ich glaube auch, dass das nicht viable ist für Turnier, aber... Die Augen von deinem Gegner möchte ich trotzdem mal sehen, wenn du das da hinstellst. Ne? Auf jeden Fall. Oder du nimmst einen raus und machst aus den 3 verbliebenen Terrorgeistern, nimmst du dann noch das Battalion mit dazu. Dann hast du, können die sich sogar heilen. Die können sich, wenn sie nicht beritten sind, kriegen sie keine Reittiereigenschaften und sie können sich nicht heilen. Ich finde, diese 100 Punkte mehr für den Ghoul King obendrauf sollte man immer irgendwie freimachen. Ja. Also das macht sie einfach viel, viel stärker. Aber kommen wir ganz kurz zu dem Hof zurück, weil ja, gerne. Der ist lustig. Wenn euer Held oder Monster, also beritten oder nicht, vollkommen egal, beim Treffen eine 6 wirft, macht ihr 2 Verwundungswürfe. Das heißt, beim Terrorgeist automatisch, ihr macht W6 tödliche für den ersten und werft trotzdem noch einen Würfel auf die Verwundung, die dann nochmal W6 die Schaden macht. Die machen 2 Trefferwürfe. Nicht 2 Verwundungen, sondern 2 Treffer. Nein. Führe für jeden Torf einen Verwundungswurf und Schutzwurf durch. Ja. Das heißt, ich habe. Ach so, okay. Der erste ja. Sechser, den ich werfe, der ist automatisch der 6 tödliche und der 6 tödliche. Den zweiten darfst du normal verwunden. Habe ich auch schon anders gehört, dass das dann 12 tödliche werden. Halte ich auch wieder für Quatsch. Ist auch ge-FAQ'd, hatten wir schon vorher drüber gesprochen. Sondern ihr werft dann noch einen Verwundungswürfel. Ganz normal, als wenn er normalen Schaden. Genau, aber die W6 habt ihr halt trotzdem schon im Sack. So, nicht W6, sondern 6. 6 tödliche, Entschuldigung. 6, ja. Das ist ganz wichtig. So, fassen wir das nochmal zusammen, ihr habt einen Reroll auf die 4 ja. Plus, automatisch, weil es euer Reittier ist, ja. Deswegen Auto-Include für mich. Ja, auf jeden Fall. Auf die 6 W6, 6 tödliche plus auf die 3 plus nochmal Rend-2 W6 zusätzliche Schaden und die 3 Attacken, die ihr habt, könnt ihr im besten Fall auf 7 Attacken buffen. Ja. Heftig. Und das Vieh... Jetzt nochmal angenommen mit dem Archregent nochmal D3 zusätzlich, oder? Das meine ich ja, genau. Du machst mit dem Archregent nochmal W3 obendrauf, mit dem Ghoul King, weil es ein anderer Zauber ist, nochmal plus 1. Im besten Fall landest du bei 7 Attacken mit dem und durch den Zauber kannst du rennen und chargen. Ja. Das heißt, ihr habt ihn in Runde 1 auch beim Gegner und eine realistische Charge-Distanz. Ja, und der gibt ordentlich dann. Und der gibt euch ordentlich, weil das dann ja euer General ist, kommt nochmal die Generalseigenschaft dazu. Vor allem, was auch richtig schön ist, es interessiert kein -1 Hit, -2, es interessiert mich nicht. Und
wenn deine Einheit noch steht, gebe ich einen Befehlspunkt aus und schlage nochmal zu. Ihr seht, mit dem Vieh, dass die kann aufräumen. Der macht keine Freunde. Nee. Also. So schaut's auch nicht. Sehr gut. Durch die Generalseigenschaft habt ihr die Fähigkeit, euer Held kämpft immer zuerst. Das zu Beginn der Heldenphase, das heißt, es zählt gar nicht als normale reguläre Aktivierung. So, genau. So würde ich das zumindest interpretieren. Weil das ist jetzt die Generalseigenschaft. Ihr aktiviert ihn nicht aktiv, sondern er muss aktiviert werden. Wenn ich jetzt mit Manu spielen würde, dann darf ich in meiner Runde zuerst zuhauen, ich darf aber auch in Manus Runde zuerst zuhauen. Richtig. Und in meiner Runde darf ich dann noch ein Modell aktivieren. Wenn ich jetzt den Terrorgeist zweimal spiele und ich habe ihn zweimal im Nahkampf, heißt das, ich kann im besten Fall mit zwei Befehlsgruppen viermal zuschlagen, bevor Manu irgendwas machen kann. Oh wei, oh wei. Ja. Hört sich gut an. Also da brauchst du von niemandem Rücksicht nehmen, der stark im Nahkampf ist, weil du greifst als erstes an. Ich greife immer als erstes an und ich mache auf jeden Fall Schaden, dass mein Gegner. Deswegen ist der Zauber auch ganz geil, dass wenn das er auch zwei Leben nur noch hat, ist völlig egal, wenn der Zauber raus ist, als wenn er null volle Leben und Gas geht. Deswegen sagte ich, der Zauber ist für mich situativ. Ja, auf jeden Fall. Das Item ist ganz nett. Ihr könnt zu Beginn eurer Nahkampfphase könnt ihr einen Würfel werfen. Ihr müsst über den Wundwert des Modells kommen, das ihr aussucht. Und das Modell stirbt automatisch. Ihr könnt also wieder Einheiten sprengen. Der Gegner kann zwar noch nachpeilen, um diesen Abstand wieder herzustellen, aber ihr könnt theoretisch die Einheit sprengen, könnt mit eurem Terrorgeist selber reinpeilen und dann steht der dazwischen. Der Gegner kann die Brücke nicht mehr schließen. In der Theorie kann das mal funktionieren. Kann ganz nett sein. Das stimmt. Genau. Und die Befehlsfähigkeit, die ihr über den Hof erhaltet. Mann, du bist viel zu schnell. Entschuldigung. Guck mal. Ich muss ein bisschen vorlesen. Jetzt nochmal. Ja. Ich erzähle dir alles, was du wissen musst. Deswegen gucken die Leute uns doch noch gerade. Sehr gut. Dadurch, dass du den Zauber hast, dass du zuschlägst, als ob du keine Wunden hättest, schlägst du auch zu, wenn du deine Befehlsfähigkeit aktivierst. Die kannst du nämlich aktivieren, wenn dein Monster stirbt. Dann darf es noch einmal zuschlagen. Sehr stark. Und das heißt, dieser Terrorgeist, den wir eben gerade besprochen haben, schlägt das erste Mal zu. Dann gebe ich einen Befehlspunkt aus, dann schlägt er nochmal zu. Und weil er in der gleichen Runde stirbt, kann er nochmal zuschlagen. Im besten Fall schlägt er dreimal zu. Der einzige Prop ist wieder vollständig 12, dass er zum anderen Held schlägen muss. Nee, er ist doch selber der Held. Der berittene Terrorgeist ist doch selber der Held. Er kann sich doch selber seine Befehlsfähigkeit geben. Ja. Sehr gut. Der Zauber, auch da ist, das ist nicht so ganz so wichtig, der Zauber, weil eure wichtigste Attacke mit dem Maul wird nicht schlechter, wenn ihr Schaden kriegt. Nö, das stimmt. Sehr stark. Dreimal Mann, Angriff, der Regelfuchs guckt gerade noch mal, ob ich irgendwas falsch interpretiert habe, aber ich hoffe mal nee. Aber hier steht, von einem Befreundeten. Wenn es noch nicht gekämpft hat. Vor allem steht da, wenn es noch nicht gekämpft hat. Und da steht von einem Befreundeten. Also ihr könnt nicht dreimal zuschlagen, aber ihr könnt auf jeden Fall zuschlagen. 18 Zoll zum General oder einem befreundeten anderen Helden 12. Aber theoretisch ist er, dann musst du halt... Das ist trotzdem nicht schlecht. Ja, das ist trotzdem gut halt, ne? Ja, auf jeden Fall. Gut, dann habe ich da ein bisschen zu viel rausgemacht, aber... Alles ihr schlagt sowieso, ist trotzdem gut. Ihr schlagt zweimal zu und ihr schlagt auf jeden Fall einmal zu, selbst wenn ihr sterbt, bevor der Gegner was, weil der Gegner euch tötet. Richtig. Kann man machen, glaube ich. Mit Tails. Müssen wir jetzt nicht auf alle eingehen, sonst sprengt das Video. Wir können vielleicht eins, zwei raussuchen, wie du ganz okay findest. Ja. Das große ist eh nur für ganz große Spiele, genau. Wie ich da schon sehe. Das ist immer Trial von GW. An den grundsätzlichen Konstellationen hat sich eigentlich nichts geändert von den Battalion. Mhm. Also die sind relativ ähnlich geblieben. Ihr habt oft zwei Eigenschaften gehabt und habt dann eine verloren. Die zwei Battalions, die für mich primär in Frage kommen würden, wäre dann das Battalion mit dem Totenwacht, also Deathwatch. Das heißt, meine Crypt Flayer Einheiten dürfen in der Heldenphase zuschlagen, als ob es die Nahkampfphase wäre. Ja. Und wenn wir darüber gesprochen haben mit dem entsprechenden Hof, dann kann das schon ganz gut rumsen. Auf jeden Die Einheit kann ich bis auf 12 Stück erhöhen. 12 mal 4 plus eben W3 durch den Archregent vielleicht noch, weil wenn ihr die spielt, spielt ihr wahrscheinlich keinen großen Drachen mehr oder ähnliches. Dann können die aber auch dreimal, also die können auf jeden Fall dreimal zuschlagen, weil ich sie in der Heldenphase zuschlagen lassen kann. Ich kann sie in der Nahkampfphase zuschlagen lassen, gebe ich einen Befehlspunkt aus, kann ich sie nochmal in der Nahkampfphase zuschlagen lassen. Das kann auch gut wehtun. Auf jeden Fall.
und der Klassiker Wound Patrol. Der Klassiker. Ja, ist, glaube ich, wenn man Flesh Eater spielt, hat man sich zumindest mit dem Battalion mal zusammen auseinandergesetzt. Hat leider ganz viel von seiner Stärke eingebüßt für 180 Punkte, relativ teuer jetzt, aber weil Ghule eure günstige Battleline sind, trotzdem eine Überlegung wert zu inkluden oder einzubauen. Ihr verliert, dass ihr über die Ursprungsgröße hinaus aufbauen konntet. Also es war ja in dem alten Regelwerk so, dass du aus einem 10er Block bis zu einem 40er Block skalieren konntest, wenn du nichts verloren hast. Wenn du das jetzt mit dem Kelchmodell des Endless Bells mit den heilenden Zaubern dazu, dann bist du da relativ schnell, relativ weit raus. Ruckzuck bist du dann da oben. Ja. Von daher hier könnt ihr noch eure Einheiten, zwei, halt neben den Tisch legen und dann erscheinen lassen. Ihr braucht wieder den Quartier von den Ghulen und ihr braucht eben drei Einheiten von den Ghulen. Was halt cool ist, ist nicht ganz, wenn du nicht so ausgemaxte mit 20, wie viel gehen die Ghulen? 40. 40, okay. Für 360 Punkte. Dann kannst du auch richtig ausmaxen. Wenn nicht, wenn man nur dreimal 10, was jetzt vielleicht keinen Sinn macht, und einmal den, dann ist es recht günstig für kleine Spiele zum Beispiel. Also 180 Punkte kostet das Battalion, aber ihr bekommt dadurch ein Command Point, ein Artefakt. Ein Artefakt und ein Command Point. Und den Command Point wollt ihr, oder Command Points wollt ihr, haben wir ja gerade schon drüber gesprochen, gerne haben. Königsmann. Das können wir noch sagen. Endphase darfst du bei jedem Modell aus diesen Batterien, die sich innerhalb von 5 Zoll um ein anderes von den Modellen wendet, W3 gegenwärtig zugewiesene verwunden. Genau. Nein. Also drei nicht berittene Drachen in beliebiger Konstellation, die können sich normalerweise nicht heilen mit den Batterien. Das ist auch relativ günstig, mit 120 Punkten, glaube ich, aus dem Kopf. Können sie sich doch heilen. Sehr stark. Wenn du nur Monster spielen willst, ja, gerne. An Ghoul King. Außer der Hitwurf von statt Verwundungswurf ist jetzt Hitwurf, die tödlichen hatten wir schon gesagt. Was hat sich da noch verändert? Das war's. Nicht viel, ne? Nee, das war's. Also ihr könnt noch per Befehlsfähigkeit drei Ritter beschwören. Ne? Könnt ihr mit dem Schädeldrohnen dann, haben wir gerade eben schon mal erarbeitet zusammen, umsonst machen. Sehr gut. Das heißt, ihr kriegt hier auf ein 400-Punkte-Modell, kriegt ihr einen Refund von 170 Punkten. Dann hat der euch noch 230 Punkte gekostet. Für das, was der macht mit seinem Mount Trade, mit seinem Zauber. Also er hat immer noch den Zauber, dass er einen 5er Retter bekommt. Das ist auch gut. Also 24 Zoll um ihn rum muss die Einheit stehen, dann kriegt die Einheit einen 5er Retter. Ist einer von den Zaubern, die ihr unbedingt haben wollt eigentlich. Weil auch er auch. Ich finde, das ist die Schwäche gerade noch bei der Flasche. Das hört sich noch an 4 plus safe, aber sie fallen aber auch ziemlich. Sie fallen ganz gut, ja. Also 4 plus ist jetzt nicht die Welt, wenn du es mit irgendwie Sivanith oder so, die oft auch mal einen 3er safe haben oder so vergleichst, ist das oft genau das Problem. Ja, sie heilen sich hinten raus, sie können sich jetzt noch mehr heilen durch die verschiedenen Zauber. Aber der 5er Retter, der gibt dir als Flash-Eater-Spieler schon ein gutes Gefühl. Ja, auf jeden Fall. Ne? Selbst wenn der... bringt ein bisschen Sicherheit rein. Genau. Also den 5er, den 6er, das ist schon okay. Selbst wenn das dein General ist und er immer zuerst zuschlagen darf. Ne? Wenn wir jetzt den entsprechenden Hof spielen. Richtig. Aber die wichtigste Veränderung, du machst dieser Effekt mit den 6 tödlichen, kommst nicht mehr auf die Verwundung. Und du darfst die Trefferwürfe sogar noch wiederholen zusätzlich. Das sind 2 so starke Buffs für diese Einheit. Also das macht so viel, so 2 kleine Sachen Änderung, das macht so viel aus. Wer die Flash Eater spielt oder gegen die Flash Eater spielt, kann damit rechnen, so einem zu begegnen. Also ich habe schon gelesen, du solltest mit 1 bis 3 rechnen, je nachdem, was du spielen willst und gegen was du spielen willst. Auf jeden Fall. Ich bin gedanklich bei 2, weil einer ist drei, gerne... 3 ist mir schon fast zu viel, das sind 1-2 Punkte, ne? Das sind... 400, wenn man ganz grob, 1-2 ist mir schon fast... dann hast du ein Problem mit dem Einnehmen. Meine Überlegung, warum ich zu 2 tendiere, ist, einer wäre mein General über den Hof, der kann immer zuerst kämpfen und dann aktiviere ich den anderen und ich darf mit beiden zuschlagen, bevor du dran bist. Und wenn ich einen dritten spiele, dann darfst du vorher zuhauen und machst den im Zweifel doch schlechter oder sonst irgendwas. Deswegen bin ich bei 2. Finde ich gut. Ist aber Geschmacksüberlegung und auch, was ihr noch so mit in die Liste mit integrieren wollt. Der Ghoul King auf Zombie-Drache. Hat der auch so eine starke Verbesserung bekommen? Nee, der hat sich nicht wirklich verändert. Ist halt auch immer noch ein Biest, also ist immer noch gut. Auf jeden Fall. Je nachdem, was ihr für einen Reittier-Mount-Trade noch mitnimmt, könnt ihr euch dann gucken, was ihr wollt. Also seine Fernkampfattacke hat immer noch dieses... nimm Würfel und werf, wenn du unter den Modellen bist, dann triffst du automatisch. Wenn du das nicht bist, dann triffst du auf die 3 nochmal. Ne? Also du hast eine 2. Chance. Also Rand minus 3 ist schon wohl. Genau. Hier könnt ihr einen Quartier wieder beschwören für den Befehlspunkt.
oder eben für das Geländestück. Und hier habt ihr eben auf die 6, dürft ihr in der Nahkampfphase sämtliche Verwundungswürfe 16 Zoll um ihn herum wiederholen, wieder, wenn die Einheit vollständig drum steht. Mhm. Das ist vollständig, das zieht sich jetzt das so zieht durch. Sich durch die meisten Regeln ja. durch. Für die Spielmechanik finde ich, also meiner Meinung nach, viel besser. Ich muss mal ein bisschen überlegen und ich kann nicht... Nicht nur Schnäbel. Genau, so eine Riesenreihe aufbauen. So wie ich es immer spiele. Liebe ich gegen Manu, ja, dann zu spielen. Schnäbel. Macht es noch Sinn, den zu Fuß zu spielen? Den Cool King? Ich würde es nicht komplett ausschließen. Also er kostet... Ist es schon Punktefüller? Kostet 140 Punkte, ja, so würde ich ihn sehen. Aber macht es nicht mehr Sinn, ganz kurz, macht es nicht lieber mehr Sinn, 60 Punkte irgendwo zu investieren und dafür den Archregent mit? Genau, also wenn du die Wahl hast und die 60 Punkte relativ leicht rauscutten kannst, würde ich immer den Archregent nehmen. Er ist einfach viel stärker. Er beschwört dir 20 Gule oder eben was du brauchst, der andere beschwört dir nur 10. Sein Zauber ist praktisch eine bessere Version von deinem anderen Zauber. Mhm. Du hast mehr Leben, du hast mehr Attacken. Du heilst dich, ja, auf jeden aber Fall. Bevor du 140 Punkte übrig hast, würde ich ihn auch mitnehmen. Ne? Ja, aber macht es nicht mehr Sinn, wenn du dann statt 20 Gule nur 10 Gule nimmst und dafür den Archegent, weil du die 10 Gule wieder umsonst kriegst? Dafür kann der auch zwei Zauber. Ich weiß nicht, das ist so eine Rechenspielerei. Genau, das ist so ein bisschen Listenbau, aber du kannst den Zauber nicht stacken, wenn du zweimal den Archegent zum Beispiel nimmst. Wenn du wohingegen du mit dem Ghoul King nochmal eine zusätzliche Attacke generieren würdest. Mhm. Aber du kriegst ja den schwarzen Hunger automatisch, wenn du ihn auf den Terror einspielst. Der hat auch schwarzen Hunger, oder nicht? Nein. Ah, der hat einen anderen. Der Terrorgeist hat dir den 5er Retter geschaffen durch seinen Zauber. Mm, cool, der hat einen. Das heißt, du hast den 5er Field of Pain und diesen schwarzen Hunger kriegst du nur über den Ghoul King. On foot. Ja. Also es ist ein guter Füller. Kann man mitnehmen, muss man nicht, ne? Wie du es schon sagst. Ist jetzt, der Wargulf hat sich auch nicht wirklich verändert. Ich glaube, wenn ich mit dem Archregent oder wenn ich mit dem Terrorgeist einen Quartier beschwöre, wird es immer der Wargulf sein. Er ist einfach der Stärkste. Hat die meisten Leben, kann mir alles wieder aufstellen, was ich brauche. Der hat nur einen 5 Blut, der fällt auch schnell. Der hat nur einen 5er Safe, ja. Ja. Also, alle anderen Helden haben nur einen 5er Safe. Alle anderen Einheiten haben nur einen 5er Safe. Also, das ist genau das Problem. Du hast zwar wieder den 6er Feel No Pain, weil der Wargulf selber ist ja ein Held. Also gibt er sich selber auch den Feel No Pain. Ghoule haben nur einen 6er, also das Eis ist immer durch. Ja, dann spekulierst du nur noch auf den 6er oder das, was du wieder aufstellen kannst. Ja, richtig. Mhm. Die kommen halt dann mit dem Aufstellen wieder. Genau, deswegen macht es halt oft Sinn, die Ghoule nicht als 10er Block zu spielen, weil dann sind sie recht schnell weg. Wenn du einen 20er und einen 30er Block spielst, macht dann Sinn. Kannst weil du ja nicht mehr über die Größe hinaus kannst. Ne? Genau. Deswegen macht ein 10er Stimmen macht nicht mehr so viel Sinn. Genau. Hast recht. Ansonsten haben sich aber Wargulf, Gaskutier und auch die Ghoule kaum verändert. Genau, haben wir noch die Flayers, das sind die geflügelten Halunken, geflügelten Ritter. Die haben eben den wichtigsten Change haben die bekommen für sich, dass sie jetzt diese tödliche Verwundung bei der 6 unmodifiziert auf den Hitwurf machen sie zusätzlich. Das heißt, ihr dürft noch einen Verwundungswurf werfen, das ist schon mal ein Buff für die. Und wer sie noch von vorher kennt, ihr hattet einen W6, den ihr werfen durftet, musstet 1 da drauf addieren und musstet damit über die Bravery kommen, um tödlichen Schaden zu machen. Das war ihre Schussattacke. Mhm. Die haben jetzt, ihr werft 2 W6 und wenn ihr weiter als 3 Zoll entfernt steht, zieht ihr davon von dem Ergebnis 2 ab. Richtig gut. Also haben sie richtig gut gemacht, die Mechanik. Das halt, genau, finde ich auch gut. Ihr könnt jetzt auch mal eine Einheit, die einen Bravery von 7 hat, überhaupt noch Schaden machen. Ne? Ja. Das ging vorher gar nicht. Bei dem Quartier haben sie auch eine Kleinigkeit verändert. Der macht jetzt keine 2 tödliche mehr, wenn du die 6 wirfst, sondern er macht zusätzlich eine und ihr werft den Verwundungswurf ganz normal. Ansonsten auf die 5 Plus könnt ihr wieder mit dem Quartier einen Flayer aufstellen. Da hat sich genau gar nichts verändert. Genau. Auch bei den anderen, bei den Horrors hat sich letztendlich nichts verändert. Bei der 6 aufs Verwunden macht ihr immer noch 3 Schaden statt 2 Schaden. Ihr dürft immer noch Trefferwürfe komplett wiederholen. Wenn ihr jetzt aber halt stark 18 Zoll um den Ghoul King steht, ne? Also auch da habt ihr wieder dieses etwas größere Range. Und das ist nicht Holy, das ist noch immer innerhalb. Sehr gut. Ja, stimmt. Habe ich falsch gelesen. Ja, sehr, sehr gut. Gefallen mir. Die sind auch ganz gut, genau. Statistisch habe ich mir jetzt sagen lassen, machen die sogar mehr Schaden als die Crypt Flayer, zumindest vor den Changes, weil die 2 Schaden unterm Strich besser sind als einer, obwohl ihr bei dem einen Rant habt.
Das kommt aber drauf an, das ist wie bei Evocators, da gibt es das auch, der gibt zwei Handwaffen, ohne Rend, zwei Schaden, eine Handwaffe, Rend minus eins, ein Schaden. Kommt drauf an, gegen was man spielt. Genau, also davon würde ich es auch abhängig machen, ja. Wenn du rein die Statistik nimmst, wenn ich meinen Informationen vom Leipzig-Turnier glauben kann, sind die zwei Schaden immer besser. Immer besser, cool. Also, overall, ne? Ich würde es einfach davon abhängig machen, weil wenn ihr nicht den vorletzten Hof spielt, den wir besprochen haben, und Massen von den Flayers, könnt es abhängig vom Gegner machen, was euch eure Ghoul-Könige beschwören sollen. Und dann stellt ihr entweder die Horrors auf, wenn ihr einen relativ schlechten Safe-Wurf habt, 5 plus zum Beispiel, dann würde ich die Horrors aufstellen, bei 3 plus würde ich die Flayer aufstellen. Sehr gut. Kann man sich dann eben aussuchen. Wichtig auch hier übrigens, die Flayer, die Fernkampfattacke haben, 10 Zoll Reichweite. Mhm. Das heißt, wenn ihr auf 9 Zoll rausschocken könnt oder aufgestellt werden, könnt ihr sogar schießen. Ja. War vorher, glaube ich, auch nicht immer so. Nee, gibt es ein paar Einheiten, die das nicht so haben. Die haben dann 8 Zoll oder sowas. Genau, bin ich mir jetzt zum Beispiel haben das, glaube ich. Bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, wie es bei denen war, müsste ich im Buch nachschlagen. Aber jetzt geht's auf jeden Fall. Ne? Jo, als nächstes haben wir noch die beiden Zombie-Drachen und Terrorgeister, die jetzt auch einzeln. Kann man die jetzt auch spielen, hatten wir ja schon gesagt. Und sogar bei dem einen Hof sind sie sogar Battleline. Also bevor ich die 60 Punkte spare, um aus dem Ghoul-König einen Archregent zu machen, spare ich die 100 Punkte, um aus einem Terrorgeist oder einem Zombie-Drachen das berittene Tier zu machen. Hm. Also die haben von den paar Punkten mehr einfach noch viel, viel mehr profitiert. Auf jeden Fall. Also der Zombie-Drachen kostet 440 Punkte, der Terrorgeist kostet 400. Es gibt sie ohne Reiter, ihr könnt sie sogar als Battleline spielen. Ist nicht schlecht. Ist eine Option, genau. Aber wäre nicht mein favorisiertes. Richtig. Genau. Jetzt kommen wir nochmal kurz zu den Endless Spells. Genau, die seht ihr vom Manu letztendlich. Ja, haben wir einmal diese Pferde, die tot sind, den Blutkelch und diesen Zaun, diesen Friedhofszaun. Genau. Der Kelch ist super, die anderen beiden sind nicht schlecht. Den Kelch würde ich immer mit dabei nehmen, kostet dich 40 Punkte, 12 Zoll um ihn rum, wenn ein Modell stirbt, dann schreibt ihr euch das auf und ihr werft am Ende der Runde einen Würfel auf die 4 plus, heilt ihr entweder eine Verwundung 12 Zoll entfernt um ihn rum oder ihr stellt ein Modell mit einem Wundwert von einem, also Ghule, wieder auf. Das ist ein Endless-Bell, ich bin völlig schlecht. Ja, Endless-Bell ist gut. Genau, ist aber kein Räuberischer, kann sich also nicht bewegen. Das ist wichtig zu wissen, also ihr müsst euch schon überlegen, wo ihr ihn hinstellt. Aber du kannst es ja auch so machen, du löst ja mit dem einen auf und bannst Zauber mit dem anderen. Hast ja zwei. Kostet dich aber 2 Zauber. Ja. Und nochmal, du hast so viele Zauber, die du eigentlich unbedingt jede Runde sprechen willst. Richtig. Ob du die 2 Zauber übrig hast, weiß ich nicht. Also du willst auf jeden Fall, der Archregent will seinen Hauptzauber sprechen. Das stimmt, hast du recht. Der Ghoul King auf Terrorgeist will auf jeden Fall seinen Zauber sprechen. Wenn du den Zombie-Drachen dabei hast, willst du auf jeden Fall den Hauszauber haben. Ja. Und je nachdem, was du aus der Lehre mitnimmst, willst du das auch auf jeden Fall dabei haben. Und vielleicht dann hier von den Endless Spells, der ein oder andere ist noch dabei, der sich ganz gut macht. Ja. Plus 2 auf Move, plus 2 auf Charge, ist auch zum Beispiel nicht verkehrt. Ne? Ja, da muss ja echt gehen. Ja, kannst du machen. Wie gesagt, musst du dann abhängig vom Spiel machen, glaube ich. Ne? Zum Beispiel dieses, ich kann rennen und chargen, wenn ich sowieso schon im Nahkampf bin, brauche ich das nicht mehr. Dann löse ich lieber den Kelch einmal auf und stelle ihn wieder auf. Richtig. Ich habe nur Bedenken bei dem Kelch gerade, wenn du das nicht machst und du spielst diesen Movement und du bist zu weit weg, dass du da den nicht voll nutzt, diesen Kelch. Weil du ja sehr schnell rausläufst aus der Range. Ja, aber das ist ja eine Spielmechanik, auf die ich Rücksicht nehmen muss, wo ich mich dann eben optimal positionieren muss. Und ich glaube, das macht dann auch den Unterschied zwischen, ich spiele die nicht so gut, die Flash Eater, wo ich mich jetzt zu zählen würde, zu ich spiele die schon seit 2 Jahren und professionell. Professionell in Anführungszeichen immer, glaube ich, bei Tabletop. Ne? Die hier das Video gucken, die beiden wissen, wie wir das, glaube ich, meinen. Genau. Wie gesagt, ich für mich bin im Moment ziemlich hyped von denen. Auf jeden Fall. Ich werde relativ wenig Seraphon spielen. Ja. Ich hoffe, dass wir es irgendwie auch kurzfristig hinkriegen, mal noch einen Battle Report für euch irgendwie online zu stellen, dass ihr die Flash Eater auch nochmal im Einsatz seht. Genau. Die Pferdchen sind ganz cool. Wenn man jetzt die Endless Spells nochmal dazu nimmt, kommt auf die 7, kannst sie innerhalb von 24 Zoll, das ist jetzt das andere. Die Pferdchen kommen sogar auf die 5. Wichtig ist immer, die können nur von Nagash und von Flash Eater gesprochen werden. Das ist auch wieder geil. Ne? Also Nagash kann alle Zauber halt, wenn es Death-Zauber sind. Der macht sich die Hände rein. Genau. Bei den Pferdchen ist es so, wenn ihr die Bewegung
3 Zoll um den Gegner beendet. Die muss ich selber lesen, weil ich habe sie... Wir lassen die mal raus. Wir lassen sie raus. Gut. Den Kelch, der war, glaube ich, das Wichtigste erstmal. Der Kelch ist der Wichtigste, genau. Guckt sie euch einfach im Dings an. Wir wollen ja auch nicht alles erzählen, die Leute sollen ja auch noch das Buch kaufen. Ne? Vielleicht verschätze ich mich auch, genau, vielleicht verschätze ich mich auch und die 2 Endless Spells sind super gut. In den Ideen, die ich jetzt als Liste habe, spielen sie eigentlich keine Rolle. Punktetechnisch hat sich nichts Gravierendes geändert. Genau, Punkte und auch Verbündete hat sich auch nichts geändert. Ne? Nein. Und Verbündete, wie gesagt, kommen für mich sowas wie die 2 genannten in Frage, um Plus auf Zauber zu kriegen, weil ihr habt es gehört, wie wichtig ich jetzt die Zauber finde. Oder es kommt vielleicht nochmal sowas wie Arcane de Black oder so in Frage, um zusätzlichen Zauber-Support zu kriegen. Gerne. Aber vom Grundsatz her, die Flash-Eater synergieren untereinander so stark, ich wüsste nicht, was ich unbedingt mitnehmen muss, was ich nicht schon dabei habe. Ja. Auf jeden Fall, ja. Also ihr merkt, Jens, der ist ein Thema. Ich hab Bock. Bock ist ein Thema. Also ich hätte das längst nicht so gut hinbekommen, auch wenn ich mich vorher vorbereitet hätte, wäre ich niemals so fit gewesen wie der Jens. Muss man aber wirklich mal sagen. Sehr gut. Dankeschön. Das freut mich. Ihr habt vielleicht auch noch Anmerkungen und Tipps für mich. Dann schreibt die gerne in die Kommentare. Vielleicht auch, wenn ich irgendeine Regel falsch ausgelegt habe oder so. Wie gesagt, Manu und ich haben uns jetzt bei 2, glaube ich, schon mal kurz vorher besprochen. Ja. Einen auf dem Video habt ihr ja gesehen. Listenideen, wie gesagt, so Grundideen, was ich so mir überlegt habe, habe ich jetzt schon mal angesprochen. Also, das reicht vollkommen. Genau. Super. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen und bis bald. Ciao. Ciao.